Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Hier in den Y-Bergen, in der Berghütte, aus der ich nicht rauskomme, wegen all diesen unglaublich massiven Stühlen. Ich habe mir die Freiheit genommen, auf Level 14 zu trainieren, denn das ist auch jetzt gleich wirklich wichtig. Warum, werdet ihr dann sehen. Ja, Rettertalisman, Antidotbrosche. Er kann... Er kann... Die Statusanalyse von mir aus nehmen. Ist erstmal wurscht. Fähigkeiten technisch sieht es momentan so aus. Faktenanalyse, Schutzheilung. Immer gut. Fähigkeiten hat er schon alle von Jensen. Von daher ist das völlig irrelevant. Bei ihr genau dasselbe. Okay. Prinzipiell stehen brauche ich gar nicht. Also kann ich noch die Krisenverteidigung machen. Statusanalyse hat sie eigentlich. Also müsste ich noch Jensen umändern wieder. Für, sagen wir mal, ja, den theoretischen Ritterkodex, aber machen wir einfach die Berserkerkette. Das ist schon in Ordnung so. Gut, Vorbereitung getroffen, knapp eine Minute wieder drüber geredet. Meine Güte. Aber gut, das hier sind die Y-Berge, das nördliche Massiv. Diese Steine solltet ihr umrennen. Denn da drin ist ein Mana-Kraut und wir brauchen Mana immer und überall! Die Luft ist schwül. Aber regnen wird's nicht. Da kenne ich mich aus. Ich habe ein Gespür für sowas. Ich wette, die Sonne kommt jeden Moment durch und du kannst dir die Klamotten ausziehen. Siehst du? Es regnet. Ich hab's gesagt, es wird regnen. Das war klar. Super. Regen. Hätte ich auch gerne. Nein, hierzulande ist es die ganze Zeit Sommer, Sonne, Sonnenschein. Okay, Burg Ura. Burg Saal. Ich hätte gedacht, dass man das so wie die Kellner auf ein Tablett mit einer Hand trägt, aber nicht beide gleichzeitig. Aber... Ura hat sowieso seltene, sagen wir mal, Position, was Besteck etc. angeht, wie wir jetzt gleich sehen werden. Wer hält so seinen Löffel? Ach. Du kannst gehen. Bitte, bitte, befreit mich. Bitte, Fürst Gongo, erwartet. Verschreit die Störung! Ah. Gongora, was tust du da? Einen Moment. Wo hat er auf einmal die Monstermaus her? Was ist denn los, Gongora? Antworte! Du wurdest doch unter Hausarrest gestellt. Seht. Nicht nur Gift in der Suppe, sondern auch noch Monstersamen, oder wie sehe ich das jetzt? Genau. Gongora, was hat das zu bedeuten? Einige wollen nicht, dass die Monarchie zurückkehrt. Aber ich... Ich will gar nicht wieder an die Macht. Bei allem Respekt. Außer den Narren, die die Republik unterstützen, gibt es auch Menschen, die wieder eine starke Monarchie wollen. Unabhängig vom Willen eurer Hoheit kämpfen zwei politische Kräfte in unserem Land. Das gestern und das heute. Das muss euch klar sein. Hm. Zum Glück konnte ich die Gefahr spüren durch magische Energie. Trotz meines Hausarrests konnte ich verhindern, dass euch etwas geschieht. Es gibt viele geheime Wege von meinem zu eurem Haus, eurer Hoheit. Wenn Roxian wüsste, dass du dein Haus verlassen hast, würde er deinen Hausarrest noch weiter verschärfen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das kann ich wohl nicht. Ohne dich
wäre es mir ergangen wie dieser armen Maus da. Ihr könnt euch immer auf mich verlassen, eure Hoheit. Danke, Gungura. Danke. Hey, gut, dass wir Gungura haben. Wobei wir natürlich nicht im Namen Toltens, so heißt dieser netter Herr, unterwegs sind. Wir müssen den Druck erhöhen. Ich muss ihm mehr Suppe bringen, wenn die Zeit kommt. Er will bestimmt nur, dass er Suppe kriegt. Leckere Suppe. Normale Suppe. Okay. Nördliche Bergmassiv. Noch können wir rennen. Jetzt, ja, ist der Wind, das Wetter doch ein bisschen zu stark im Werk. Es ist mühsam aufrecht zu stehen. Wobei wir wieder mal damit einen Traum freischalten. Der dann im nächsten Part erst vorgelesen wird. Die Stromaufwanderer. Denn ich habe ja noch die weißen Blumen, hieß das so? Ich glaube, so weit um den Dreh. Also ich habe jedenfalls noch einen Traum, den ich vorzulesen habe, abgesehen von dem hier. Also naja, es wird aber definitiv auch wieder Parts geben, die keinerlei Traum in sich haben. Ich dann nichts vorlesen muss, kann, wie auch immer man es jetzt wirklich benennen möchte. Okay. Wieder mal ein Kämpfchen. Wie auch immer das bei dem, ich sag mal, Wetterzustand wirklich funktionieren soll, dass wir hier gegen diese Viecher kämpfen, aber pff, mir soll es egal sein. Ich meine, der Schaden hält sich ja auch immer sehr in Grenzen bei den Gegnern hier. Da ist das schon völlig in Ordnung. Damit dürfte Jansen vermutlich auch Level 14 erreichen? Ja. Wunderbar. Level 14. Gut, wenn ihr mit Level 13 hier hinkommt, so wie ich es normalerweise tue, ist das auch in Ordnung. Aber ich möchte es mir ein bisschen einfacher machen. Eigentlich liegt das Hauptaugenmerk beim Level meistens sowieso bei den Fähigkeiten. Je mehr Fähigkeiten ihr habt, desto besser ist euer Kampfgeschick. Nebenbei bemerkt, ist das auch wieder so ein Spiel, wo ich hinterher unglaublich stark bin und es liebe. Aber naja. Kombinationsangriff, der, ich glaube, 8 Schadenspunkte da macht. Ja, 8. Aber das ist in Ordnung. 0 Schadenspunkte sind natürlich noch ein bisschen besser, aber... dass Jansen so viel HP hat und wir so oft rasten und rosten. Und irgendwie habe ich es jetzt gerade echt raus mit diesem Ring, ich weiß auch nicht. Wow. Ist einfach nur genial. Wenn man mal so im... sagen wir einfach im Flow drin ist. Das ist schon in Ordnung so. Fähigkeit. Weißt du, man. Sagen wir mal so, Keim. Das sollte man dazu sagen, das sieht man auch ab und zu in den Ladebildschirm. Keim ist einer dieser Charaktere, der furchtbar ist in Magie. Also, selbst wenn er die Schwäche eines Gegners ausnutzt, wird er wahrscheinlich mit Magie. Konnte man das hier auch nochmal einsehen? Nee, nicht so wie in dem Ladebildschirm. Er wird mit Magie ungefähr den Schaden machen, selbst bei einer Ausnutzung der Schwäche denselben Schaden verursachen, wie er es machen würde mit dem Schwert. Ergo, Keim, ein kompletter Nahkämpfer. Magie wirklich nicht so nützlich, wie man es gerne hätte. Und dementsprechend ist es eigentlich völlig sinnlos, ihm magische Fähigkeiten zu geben. Zumindest am Anfang des Spiels. Hinterher kann es natürlich anders sein mit den Erhöhungen der Werte etc. pp. Aber bis dahin... Nein. Bis dahin ist er definitiv nicht magisch. Abgesehen vielleicht von dem unsterblichen Gedöns. Nein, ich bin am Stein vorbeigerannt.
Aber ihr seht, es ist wunderbar zu sehen, aha, das ist die und die Schwäche und das Element. Immer wunderbar. Zumindest wenn man mich fragt. Gut, dass Keim trotz meines jetzt doch verpatzten Perfekts Schaden macht. Und ja, Luft ist schwach gegen Feuer. Feuer ist schwach gegen Wasser. Wasser ist schwach gegen Erde. Und Erde ist schwach gegen Luft. Ich sollte jetzt endlich diesen Steinhaufen zerstören. Yeah. Gut. Jetzt bin ich natürlich durch das Kreisrennen nochmal in einen Kampf geraten. Ist ja auch wunderbar. Ich meine, ja, wir hatten eine lange Cutscene. Aber ich würde gerne von den Bergen runter in diesem Part. Wenn es möglich wäre. 180. Naja. Ich bezweifle, dass Keim die zwei Hörner vernichten wird, aber naja, gut. Oder was heißt die? Das eine Zweihorn. Da habe ich ihn aber unterschätzt. Gut, es war ein kritischer Angriff, aber. Sah schön aus. Sah sehr schön aus. Ja, natürlich, Jensen. Das bist du. Für uns sowieso. Erste Komödiant der Truppe. Wer hätte es gedacht, ne? Ja, ich weiß. Ist unglaublich, diese Rollenverteilung. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Apropos sehen. Habt ihr das in der Entfernung auch gesehen, wie ich? Gesundheit. Ach, eklig. Nimm die Hand vor den Mund. Es ist kalt. Hey, schau doch mal. Oh, toller Blick. Hey, was ist das? Der große Stab. Der große was? Ah, der große Stab. Das Licht muss magische Energie sein. Der Stab hat scheinbar ein Leck. Ich hab das schon mal gesehen. Gesehen? Wo? Kann ein Stab, so nebenbei bemerkt, ein Leck haben? Hätte ich ihn einfach das große irgendwas genannt, aber nicht den großen Stab. Zugegeben, ist ein hübscher Stab, aber. Was genau soll das jetzt sein? Ich weiß es nicht mehr. Oh, so eine Art Déjà-vu. Deine Erinnerung kommt zurück. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht kannst du dich mal entscheiden. Hör mal, ich wollte nur helfen. Wisst ihr was? Genießt ihr den Blick. Ich gehe schon mal vor und beschäftige mich mit mir selbst, okay? Du hast das wirklich schon gesehen? Was meinst du damit? Wie ich sagte, glaubst du hast das schon mal gesehen? Was ist los? Ich wollte nur nett sein. Schau mich bitte nicht nochmal so an. Ich dachte du... Ach, vergiss es. Hey, hallo, hatten wir es nicht eilig? Hey, komm schon jetzt mal. Oh! Oh! Was war denn das? Okay, Zeit für unseren allerersten richtigen Boss im Spiel. Das hier ist der Wächter des Berges, der Wächter der Y-Berge. Es ist Gril'gan himself mit 1660 HP. TP, definitiv nicht zu unterschätzen. Und hier kommen dann die Feuerbomben im Spiel, die wir das gesamte Spiel bisher übergesammelt haben. Klingt jetzt unglaublicher, als es eigentlich ist, weil wir noch nicht weit im Spiel selber drin sind. Aber da er Luftelementar ist, machen diese Bomben deutlichen Schaden. Genauso wie
kritische Treffer. Der Abwärtsstoß, eine der nervigsten Attacken, die er zu bieten hat. Denn sie macht enormen Schaden zur vorderen Reihe. Ja, bei der vorderen Reihe, ja. Bei Jensen erstmal nicht so viel, aber dieses erstmal wird immer sehr schnell negiert. Dadurch, dass er die vordere Reihe eben verletzt und der Schutzwall dadurch rapide absinkt. Seien wir doch mal ehrlich, es ist rapide. Giftklaue, ganz klar, Gift. Auch schon nervig. Im Großen und Ganzen kann ich aber hier nicht empfehlen, zu versuchen zu heilen. Das ist interessant eigentlich, so von der Idee her, aber... Heilen... ist so ein zweischneidiges Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss eigentlich eher hoffen, dass Grilgarn sich dazu entscheidet, nicht allzu böse zu uns zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Ist schon toll, dass ich sage, ist völlig okay, dass du meinen Magier gerade verprügelt hast. Das ist voll in Ordnung. Ich habe keine Bomben mehr. Dammit. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch überleben. Wenn ich Jensen ein Kraut gebe, müsste er die nächste Runde auf jeden Fall überleben und damit dann den Schaden machen, den wir brauchen. Und dann ist gut. Das Odyssey hat so die Angewohnheit, die ersten Bosse unglaublich schwer zu gestalten. Warum auch immer. Ja, da seht ihr, er greift Jensen an, Jensen wäre gestorben. So überleben wir und alles ist picobello grandios. Ah, oh Gott, ey. Das Problem mit diesen ersten Bossen ist eben die Tatsache, ihr könnt nicht unendlich lange leveln. Also wenn sie zu schwer sind, ja, dann habt ihr Pech, dann habt ihr die falsche Taktik. Ist nichts, was ich so richtig toll finde. Puh, geschafft. Wie kannst du nur so ruhig sein? Ich wurde fast lebendig gefressen. Ja, fast. Das fände ich gar nicht mal so übel. Dann würdest du nicht so viel reden. Ha, los. Ich dachte, wir hätten es eilig. Okay. Hat doch prima funktioniert. Ein Boss down, folgen noch ein paar weitere. Ich glaube, trotz allem komme ich jetzt nicht vom Berg runter. Den Bible-Mac sollte ich mich wahrscheinlich auch heilen und nochmal nach den Fähigkeiten gucken. Aber ja, das ist Boss Nummer 1. Wir können auf Heilung gehen, dann die Heilung so benutzen. Das müsste eigentlich für den Berg erstmal reichen. Sagt er und guckt sich unsicher in seinem Raum um. Aber ne, ich denke mal, das sollte reichen. Ihr seht, hier haben wir eine Brücke, die mal eine Brücke war. Jetzt kann ich... Was konnte ich da gerade? Achso, springen. Ich wollte schon sagen, was kann ich? Was spielen? Nein, das ist ein Auto. Ich meine, Brücken brauchen auch nur die Leute, die nicht springen können. Interessanterweise können wir springen in einem RPG, auch wenn es nur wirklich an den, naja, ihr habt gesehen, an bestimmten Orten ist. Aber springen ist gut. Das hier ist schlecht. Okay, wir haben einen magischen Felsen da im Hintergrund. Ich habe jetzt nicht geguckt, was er ist, aber wahrscheinlich Erde. Ja. Wenn jetzt also alles normal funktioniert, sollte er mit einem Mal vernichtet werden. Obwohl, diese Kiesel überleben scheinbar meine Angriffe unglaublich gut. Ist das jetzt gut? Oder... Also die Kieselsteine können gar nichts. Oder wie sehe ich das jetzt? Okay, also es sind Gegner, die ich einfach per Magie vernichten muss. Okay. Ihr merkt ja, es macht keinen Sinn anzugreifen, auch wenn es Sinn machen
könnte theoretisch, aber nein, tut's halt nicht. Ich könnte ganz langsam versuchen, einen zu vernichten, aber... Okay, wir müssen übrigens diesen Samen, den können wir jetzt mal Seth geben, damit sie mehr Fähigkeiten hat. Ich wollte mich eigentlich um Fähigkeiten kümmern und hab's trotzdem nicht gemacht, ne? Ich bin böse. Okay. Da ich mittlerweile schon wieder keine Zeit habe, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich aufmache, Richtung Ende der Berge. Wenigstens ist ein Boss gefallen und ich sehe euch gleich wieder im Traum der weißen Blumen. Willkommen hier im Traum der weißen Blume. Liebliche weiße Blumen zieren die Stadt. Sie blühen an jeder Straßenecke, nicht in eigens dafür angelegten Beeten oder auf Feldern, sondern sie gedeihen ganz von selbst an den Häusern, so als wären Gebäude und Blumen gemeinsam gewachsen. Das Frühjahr ist noch jung, auf den benachbarten Bergen liegt noch Schnee, doch das Wasser, das sanft das südliche Ufer der Stadt umspürt, ist in strahlendes Sonnenlicht getaucht. Dies hier ist eine alte, wohlhabende Hafenstadt. Selbst heute noch legen zahlreiche Schiffe und Frachter an ihren Docks an. Ihre Geschichte ist allerdings in einer Zeit vor und nach dem Ereignis eingeteilt. Einem Ereignis, das vor langer Zeit geschah. Die Leute hier ziehen es vor, nicht darüber zu reden. Es ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Stadt. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen, um die Geschichte weiterzuerzählen. Keim weiß das. Und aus diesem Grund ist er auch hierher zurückgekehrt. Auf der Durchreise, fragt ihn der Wirt der Taverne. Keim antwortet ihm mit einem matten Lächeln. Du bist wegen des Fests hier, stimmt's? Lass dir ruhig Zeit und genieß das Spektakel. Der Mann ist bester Laune. Gerade noch hat er mit seinen Gästen am Tisch gesessen und kräftig mitgezecht, sodass er schon ganz rot im Gesicht ist. Aber niemand nimmt ihm das übel. Die Taverne ist voll und es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Auch von der Straße ist immer wieder Gelächter zu hören. Die ganze Stadt ist in Hochstimmung, denn einmal im Jahr findet dieses Fest statt, bei dem alle Bewohner die ganze Nacht ausgelassen tanzen und feiern, bis die Sonne aufgeht. Ich hoffe, du hast ein Zimmer für die Nacht. Jetzt ist es zu spät, eins zu finden. Alle Gasthäuser der Stadt sind voll. Sieht so aus. Nicht, dass irgendjemand so verrückt wäre, die heutige Nacht in seinem Zimmer zu verschlafen. Der Wirt zwinkert Keim schelmisch zu, als ob er sagen wollte. Tu doch nicht, habe ich recht. Heute Nacht gibt's die größte und beste Feier, die du je erlebt hast. Und jeder ist herzlich eingeladen, ob Einheimischer oder Fremder. Ich kann dir alles besorgen, was du wünschst. Getränke, Speisen, Glücksspiele, Frauen. Sag einfach, was du brauchst. Was ist das für ein Tavernenwirt? Hey je. Keim trinkt einen Schluck, sagt aber nichts. Er hat kein Zimmer reserviert. Er hat vor, die ganze Nacht lang aufzubleiben. Allerdings nicht, um dem Fest beizuwohnen. Vielmehr plant Keim, ein Gebet gen Himmel zu schicken. Genau eine Stunde vor der Morgendämmerung, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Danach will er die Stadt im Licht der Morgensonne verlassen und zusehen, wie sie zwischen den Bergen und der See ihren Zenit erreicht. Genauso wie beim letzten Mal, als er hier war. Damals war der Wirt, der seinen Stammgästen gerade erzählt, dass er bald Großvater wird, selbst noch ein Säugling. Der hier geht aufs Haus. Wohl bekomm's, sagt der Wirt und schenkt Keim ein. Er sieht Keim misstrauisch an und fragt, du bist doch wegen des Festes hier, oder? Nein. Nicht wirklich, antwortet Keim. Jetzt sag nicht, du hast nichts davon gewusst. Bist du etwa zufällig hier gelandet? So ähnlich. Also wenn du geschäftig hier bist, kannst du es gleich vergessen. In einer Nacht wie dieser wirst du kaum einen nüchternen Menschen antreffen. Der Wirt klärt Keim auf, warum diese Nacht so besonders ist. Du musst einfach davon gehört haben. Vor langer, langer Zeit ist nämlich in dieser Stadt, ist diese Stadt beinahe komplett zerstört worden. Es gibt zwei Arten von Ereignissen, die Geschichte in ein Vorher und ein Nachher teilen. Eines ist die Geburt oder der Tod einer großen Persönlichkeit, wie etwa eines Helden oder Retters. Das andere ist ein Krieg, eine Seuche
oder eine Naturkatastrophe. Und die Geschichte dieser Stadt wurde von einem gewaltigen Erdbeben gespalten. Es geschah ohne Vorwarnung, sodass die Leute in ihren Betten keine Chance zur Flucht hatten. Krachend öffnete sich ein Spalt in der Erde, dem Straßen und Gebäude zum Opfer fielen. Es brachen Feuer aus, die sich rasend schnell ausbreiteten. Fast alle Bewohner der Stadt kamen dabei ums Leben. Du kannst dir das wahrscheinlich nicht vorstellen. Alles, was ich weiß, habe ich in der Schule gelernt. Und was bedeutet schon das Fest der Auferstehung für ein Kind? Bloß etwas, das vor langer, langer Zeit passiert ist. Aber ich lebe hier und die Stadt bedeutet mir sehr viel. Doch als Fremder kannst du dir das Ganze wahrscheinlich noch nicht einmal im Ansatz vorstellen. So wird der Festtag also genannt. Fest der Auferstehung. Genau, die Stadt ist aus der kompletten Zerstörung wieder auferstanden und wurde zu dem hier. Und das feiern wir heute. Keim lächelt den Mann verbittert an und nippt an seinem Glas. Was ist daran so lustig? Fragt der Wirt. Das letzte Mal, als ich hier war, nannten sie es noch Erdbeben-Gedenktag. Es war keine so ausgelassene Feier wie heute. Wovon redest du da? Es heißt schon Fest der Auferstehung, seit ich mich erinnern kann. Das war lange vor deiner Zeit, guter Mann. Hä? Und davor nannten sie es Besänftigung der Geister. Sie zündeten eine Kerze für jeden Verstorbenen an und beteten für seinen Seelenfrieden. Es war ein trauriges Fest, es wurde viel geweint. Ja, ja, und gleich erzählst du mir noch, du hättest das Erdbeben selbst miterlebt. Habe ich auch. Der Wirt lacht prustend los. Du siehst zwar nüchtern aus, musst aber ganz schön einen in der Krone haben. Hör zu, heute ist ein Festtag und ich nehm's dir nicht übel, dass du mich auf den Arm genommen hast. Aber erzähl bloß den anderen Stadtbewohnern nichts von deinen Theorien. Schließlich sind damals all unsere Vorfahren, meine auch, nur knapp dem Tod entronnen. Keim weiß sehr wohl, was er tut. Er hatte gar nicht erwartet, dass der Mann ihm Glauben schenkt. Er wollte lediglich herausfinden, ob die Leute noch immer des Unglückstags gedenken. Ob sich hinter all dem Gelächter und Feiern noch der Kummer aus der Zeit ihrer Vorväter verbirgt. Der Wirt wird zu einem anderen Gast gerufen. Bevor er jedoch geht, zischt der Keim noch eine Warnung zu. An deiner Stelle würde ich mir gut überlegen, was ich sage. Mit solchem Unsinn handelst du dir bloß Ärger ein. Also wirklich, denk doch mal nach, das Erdbeben fand vor über 200 Jahren statt. Keim gibt keine Antwort. Stattdessen nimmt er ein Stück aus seinem Glas. Unter den Opfern, die bei der Tragödie vor 200 Jahren starben, waren auch seine Frau und seine Tochter. Unter all den Dutzenden von Frauen und Hunderten von Kindern, die Keim im Laufe seines ewigen Lebens gehabt hatte, nahmen diese Frau und Tochter einen besonderen Platz ein. Zu dieser Zeit arbeitete Keim unten am Hafen. Es gab nur sie drei, ihn, seine Frau und ihre kleine Tochter. Sie lebten in einfachen Verhältnissen, aber glücklich. Das Leben, so wie es war, würde ewig weitergehen. Wenigstens dachten das die Bewohner der Stadt und mit ihnen natürlich auch Keims Frau und Tochter. Aber Keim wusste es besser. Gerade weil sein Leben sich schon seit ewigen Zeiten dahinzog und er schon unzählige Male den bitteren Schmerz des Verlustes durchlitten hatte, wusste er nur zu gut, dass das alltägliche Leben der Menschen nie für immer war. Das glückliche Leben, das er mit seiner Familie führte, würde irgendwann zu Ende sein. Nichts war für die Ewigkeit. Aber das war noch lange kein Grund zur Sorge. Da die Menschen davon nichts wussten, konnten sie ungehindert im Hier und Jetzt lieben und fröhlich sein. Keim mochte es besonders, seiner Tochter Blumen zu zeigen. Je zarter und kurzlebiger sie waren, desto besser. Blumen, die mit der Morgensonne aufgingen und schon welkten, bevor sie wieder untergegangen war. Diese Blumen gab es überall in der Hafenstadt. Liebliche weiße Blumen, die nur zu Beginn des Frühjahrs blühten. Seine Tochter liebte Blumen. Sie war ein sanftmütiges Kind, das niemals eine Blume pflückte, wenn diese so hart darum gerungen hatte, endlich zu blühen. Stattdessen beobachtete sie manchmal sogar stundenlang. In jenem Jahr war es nichts anderes. Sieh nur, wie groß die Knospen schon sind. Bald werden sie blühen, rief sie fröhlich, als sie die weißen Blumen in der Nähe des Hauses entdeckte. Vielleicht schon morgen, meinte Keim. Bestimmt, schaltete sich seine Frau ein.
Wenn du morgen früh aufstehst, kannst du sie dir ansehen. Die armen kleinen Blumen, sagte die Tochter traurig. Es ist schön, wenn sie blühen, aber sie verwelken so schnell wieder. Umso besser, antwortete Keims Frau. Es gehört schon ein bisschen Glück dazu, sie blühen zu sehen. Das macht die ganze Sache spannender. Für uns mag das spannend sein, entgegnete das Mädchen. Aber denk doch nur mal an die armen Blumen. Sie brauchen so lange, endlich aufzugehen. Und dann verwelken sie noch am gleichen Tag. Wie traurig. Ja, wenn man es so betrachtet. Ein Anflug von Traurigkeit erfüllte den Raum. Doch Keim vertrieb ihn schnell mit einem Lachen. Aber Glück ist doch nicht das gleiche wie Langlebigkeit, rief er. Was bedeutet das, Papa? Deine Blume blüht vielleicht nicht lange, aber sie ist bestimmt sehr glücklich, die schöne Blüte zeigen und den wunderbaren Duft verströmen zu können. Wenn es nur für kurze Zeit ist. Das Mädchen schien nicht recht zu verstehen, seufzte und nickte. Dann lächelte sie und sagte, wenn du es sagst, muss es ja stimmen, Papa. Dein Lächeln ist bezaubernder als alle Blumen dieser Welt. Er hätte es ihr sagen sollen. Keim bedauerte später zutiefst, es nicht getan zu haben. Das, was er damals gesagt hatte, stellte sich später als eine Art Prophezeiung heraus. Also, junge Dame, sagte er, wenn du morgen früh aufstehen möchtest, um dir die Blumen anzusehen, solltest du jetzt besser ins Bett gehen. Na gut, Papa, wenn ich wirklich muss. Ich gehe auch schlafen, meinte Keims Frau. Ist gut, gute Nacht, Papa. Und seine Frau sagte, gute Nacht, Liebster, ich gehe auch schon ins Bett. Gute Nacht, wünschte Keim und schenkte sich ein letztes Glas vor dem Zu-Bett-Gehen ein. Und das waren die letzten Worte, die er mit seiner Familie sprach. Kurz vor dem Morgengrauen erschütterte ein heftiges Erdbeben die Stadt. Von Keims Haus blieb nur ein großer Haufen Schutt zurück. Seine beiden Lieben begaben sich bereits auf die Reise in die andere Welt, bevor sie überhaupt aufwachen und ihm einen schönen Morgen wünschen konnten. Die Morgensonne ging auf und strahlte auf eine Stadt nieder, die nur wenigen Sekunden komplett zerstört worden war. Unter all dem Schutt blühten die Blumen, jene weiße Blumen, die Keims Tochter so gern gesehen hätte. Keim dachte darüber nach, auf den kalten Körper seiner Tochter eine dieser Blumen zu legen, verwarf die Idee jedoch. Er konnte sich nicht dazu durchringen, eine Blume zu pflücken. Niemand, kein einziges Lebewesen dieser Welt hatte das Recht, das Leben einer Blume zu rauben, die nur einen kurzen Tag lang blühte. Keim war es nicht vergönnt, seiner Tochter zu sagen, geh du zuerst in den Himmel und warte dort auf mich, ich werde dir bald folgen. Er würde nie die Freude verspüren, mit seinen Lieben wieder vereint zu sein. 1000 Jahre am Leben zu sein, bedeutet auch, das Leid von 1000 Jahren mit sich zu tragen. Keim setzte seine endlose Reise fort. Die Monate und Jahre flogen nur so dahin. Monate und Jahre, in denen unzählige Kriege und Naturkatastrophen die Erde heimsuchten. Menschen wurden geboren und Menschen starben. Sie liebten einander und verloren einander. Es gab große Freude, aber ebenso großes Leid. Die Menschen kämpften und stritten, liebten und vergaben. Endlose Geschichten, die aus den Tränen der Vergangenheit entstanden und sich in Gebete für die Zukunft verwandelten. Keim setzte seine endlose Reise fort. Nach einer Weile dachte er nur noch selten an die Frau und die Tochter, mit denen er jene glückliche Tage in der Hafenstadt verbracht hatte, aber er vergaß sie nie. Keim setzte seine endlose Reise fort und im Laufe seiner unzähligen Reisen machte er erneut Halt in der Hafenstadt. Mit zunehmender Dunkelheit ist auch die feiernde Menge immer lauter geworden. Doch dann, als ein schwaches Licht am östlichen Himmel erscheint, wird es plötzlich ganz still. Keim steht auf dem Hauptplatz der Stadt. Auch die Feiernden haben ihren Weg hierher gefunden und ehe er sich versieht, ist der mit Stein gepflasterte Platz schwarz vor Menschen. Da tippt ihm jemand auf die Schulter. Dich hätte ich hier nicht erwartet, ruft der Wirt erstaunt. Als ihm Keim stumm zulächelt, sieht der Wirt verlegen weg und sagt,
Ich habe vorhin vergessen, dir etwas zu erzählen. Aha. Ja, weißt du, das Erdbeben ereignete sich wirklich vor sehr langer Zeit. Mein Vater und meine Mutter waren noch nicht geboren und selbst meine Großeltern nicht. Es hört sich vielleicht komisch an, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Stadt in Schutt und Asche lag. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube daran, dass es Dinge auf dieser Welt gibt, an die man sich erinnern kann, selbst wenn man sie nicht erlebt hat. Wie das Erdbeben zum Beispiel. Ich habe es nicht vergessen und da bin ich nicht der Einzige. Es mag zwar vor 200 Jahren geschehen sein, aber keiner in der Stadt hat es jemals vergessen. Wir können es uns nicht vorstellen, aber vergessen können wir es auch nicht. Gerade als Keim dem Wirt zustimmend zunicken möchte, hallt eine traurige Melodie über den Platz. Es schlägt die Stunde, zu der das Erdbeben die Stadt verwüstete. Alle versammelten Menschen schließen die Augen, falten ihre Hände und beten. Auch Keim und der Wirt. Mit geschlossenen Augen erinnert sich Keim an die lachenden Gesichter seiner Frau und seiner Tochter. Warum sind sie so schön und traurig, diese Gesichter, die mit ganzem Herzen daran glauben, dass es einen Morgen gibt? Die Musik verebbt. Die Morgensonne erklimmt den Horizont. Und überall in der Stadt blühen unzählige weiße Blumen. In den 200 Jahren nach dem Erdbeben haben sich die weißen Blumen verändert. Wissenschaftler vermuten, dass das Erdbeben die Beschaffenheit des Bodens verändert haben könnte, aber so genau weiß das niemand. Das Leben der Blumen hat sich verlängert. Wo sie zuvor noch an einem einzigen Tag aufgingen und verwelkten, können ihre Blüten nun 3 bis 4 Tage lang überleben. Die vom Tau der Nacht benetzten Blumen streben im gleißenden Sonnenlicht dem Himmel entgegen und erfüllen die Stadt mit Anmut und Schönheit. Es ist fast so, als wollten sie mit ihrem Lebensmut das Leid all jener wettmachen, deren Morgen für immer geraubt wurde.